Und herzlich willkommen zurück zum Sunny Meadows Phasmophobia Festival. Ja, Hallöchen. Wir sind mit der Jatze jetzt wieder unterwegs, on Tour. Yes. Und wir machen heute richtig drauf. Ein drauf. Ein drauf. Heute geht es richtig ab in der Kapelle. Na, da bin ich ja gespannt, ey. Ist immer so gruselig da. So, wir müssen Zeuge eines Geister-Events werden. Dem Bereich Geist. In der Nähe Stäbchen. Salz. Wandern. Ja, Mihau. 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 Wo ist der scheiß Stromkasten? Ja, das sieht man auf der Map nicht gut. Ich würde sagen gar da. Nicht. Doch, doch. Oh. Ich kann nicht umschalten. Du hast es kaputt gemacht. Danke. Der Stromkasten ist ganz oben, wenn man von hier guckt. Da laufe ich ganz bestimmt nicht hin. Dann gehe ich ohne Strom, mir doch egal. Warte mal, wir sind hier unten, ne? Ich lauf doch hier nicht durchs ganze Ding. Und wenn ich wieder, wenn ich fertig angemacht habe, mach da wieder aus. Wie hieß der Geist nochmal? Justin Bailey. Justin. Der hört sich schon so gemein an, hey. Ein Justin. Lass den Strom aus. Cool. Ja, ich geh zum Strom. Tschüss. Viel Spaß. Ja, bitte? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ja, ganz viele sogar. Laufen Sie doch nicht weg, junge Dame. Wollen Sie mir mal ein bisschen Sightseeing machen? Nö, eigentlich nicht so. Ja, das Thermometer bringt uns halt nichts, wenn wir den Strom nicht anhaben, ne? Ja, macht nichts. Naja, wenn man Minustemperatur hat, schon. 7? Ja, gut. Da bin ich konform mit. Konform. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo ich lang müsste. Ich weiß auch nicht mehr, wo der war. Oh, hier ist eine Tür auf. Nee, hier ist gar keine Tür drin. Wo ist die Tür? Eingeklaut. Lost Place. Das sind diese Türkriminellen, von denen habe ich gelesen in der Zeitung. Die brechen. Tarotkarten. Meinst du, was die am Lost Place alles klauen? Das glaubst du nicht. Ich gucke ja hier immer, ne? Ja, mein ja. Dings. Alter, was die da manchmal mitgehen lassen, du. Wo du denkst. Ich habe hier 7 Grad, also es ist schon. Ja, das, Ja, hier sind auch 7. Ich sehe das immer auf dieser Cam nicht. Ob hier Obst. Du hast auch 7, denn ist egal. Ja, 7 Keller. Nee, aber ich habe davon in der Zeitung gelesen. Da sind so eine Kriminellen, die fahren irgendwie mit einem Transporter von Ort zu Ort und klauen Türen. Aus Häusern. Ja. Oh, hier ist noch Essen, Kürbis, falls du Hunger hast. Oh nee, erstmal Kürbis habe ich erstmal jetzt genug oder, gehabt. Oder Litschis oder Gurken oder. Also Kürbis war. Hier sind auch noch ein paar gefärbte Eier. Ich weiß aber nicht, ob die noch gut sind. Könnten auch mal. Wo könnte wir auch mal in Obst. Urlaub waren, ey. Nee, das könnte auch mal Obst gewesen sein. Im Urlaub, ey, mit den ekligen Eiern, die schon voll pelzig waren, ey. Ey, ich hatte keine Zeit, mich zu rasieren. Das war eklig, ey. Ich hab noch nie eine Eier. Ich hatte schon mal so eine Phase, ja? Kannst du mal aufhören, so schlecht über meine Eier zu reden? So eine Eier gesehen, die schon so verpelzt waren. Ey, jetzt, du jetzt übertreibst aber das bisschen da, die 2 Kilo Haare, die ich da unten dran hatte. Ja, und dann diese Esseier. Das war eklig. Verpelzte Hühnereier? Ich weiß gar nicht, wo bist du denn gerade? Nordsee, wo wir die Eier gekauft hatten, die Packung, die gekochten Eier, die bunten. Wo wir die essen wollten. Ach so, ja, die so richtig Schimmel hatten. Ja, die schon pelzig waren, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Hier ist ein Innenhof. Hier, 4 Grad. Wieder in diesen komischen Raum, ey. Hier finde ich gut. In dem Aufenthaltsraum? Naja. Ja, wo wir letztes Mal den hatten, hier vorne gleich. Okay, neben den Tresen. Ich habe hier auch einen Aufenthaltsraum, aber da chillt keiner. Gott, keiner hier weiß. Ich höre was. Hä, war ich das jetzt? Ich habe auch was gehört. Schritte. Das bin ich. Aber du bist doch weiter weg. Nö, ich bin gleich im Kreis gelaufen. Oh, hier ist so ein Stethoskop und eine Spritze und sowas. Ein paar Ordner. Wir sind 4 Grad vor gewesen. Ja, hier muss ja irgendwas. Du musst doch hier. Ich bin in der Kapelle, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Wo bist du denn? Vorne, da wo die der Tresen ist.
Ach so, ich dachte im Aufenthaltsraum da in dieser, wo die Sofa drin sind. Da ist wieder so kalt. Ja, aber doch, 5 Grad, okay. Ja, 4 hatte ich da auch schon. Ja, ich baue mit auf. Ich wollte nur mal gucken, ob hier der Knochen irgendwie liegt oder so, aber... Aber weißt du, was ich jetzt von dir nicht in Ordnung fand? Dass du das mit meinen Eiern einfach so preisgegeben hast. Nee, aber das war echt... Ja, ich hab's verstanden, das kommt nicht wieder vor, ich gehe jetzt zum Waxing. Hab ich echt noch nie so gesehen, dass die so ver... Die war ja, da war ja jedes Ei eklig. Was heißt denn, ich hab doch nur 2. Ey, das linke ist aber schön von mir, ja? Sah aber aus wie mehrere. Ja, gut, das lag an den kleinen Entzündungen, die ich da hatte und diese leichte Eiterbeule da. Okay. Abszess. Abszess. Auf den Hoden. Hattest du eine Kamera schon? Ja. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, bis man da hingekommen ist, ey. So. Aber auf Cam hast du jetzt noch gar nichts gesehen, ne? Und du hast auch keinerlei Beweise, dass dein Raum der richtige ist, oder? Nö, ich habe nur das mit der Temperatur. Okay, weil wir haben ja auch noch einen Keller. Ich habe auch den Stromkasten nicht Keller gefunden. War ich schon. War schon. Ach, ich hätte... Ah, ich hätte da noch einen Raum durchlaufen müssen, um zum Strom zu kommen. Du Honk. Ich hätte da hoch, links, da und da ist noch eine Tür. Das habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall war ich schon im Keller. Aber das sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn der da ist. Ja, dein Tipp wirkt nicht so, als wenn das ein guter Tipp war. Wie viel Sanity habe ich noch? Ich doch selber gucken. Das ist ja wie zu 80. Hause. Hier. Wo ist dies? Wo ist das? Wo ist meine Sanity? Wo sind meine Eier? Nicht da, wo sie hingehören. Du hast ja auch ganz schön zugetreten. Hä? Hä? 6 Grad? 9? Ja, ich packe jetzt hier den Kram hin und dann gehe ich einmal zum Stromkasten. Ich mach mal noch eine Runde. Runde. Eine Runde. So, jetzt also nochmal von vorn. Ich gehe rein. Ich gehe links. Ich gehe den Flur ganz durch. Jetzt habe ich natürlich keinen. Ich hätte mein EMF mitnehmen sollen. Warte mal. Nee. Ich laufe weiter. Hier ist Wasser. Ich habe den Raum. Wo denn? Ja, wo bist du? Weg. Okay, wenn du von da aus losgehst, gehst du nach rechts. Ey, wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal. Selber. Hier, Kapelle. Wir haben übrigens, wir haben Gefriertemperaturen. Hast du 2 Sachen? Ja. Okay, warte, ich hole mir noch 2 Sachen aus dem Raum hier. Wo denn jetzt hier? Nee, hier nicht. Hä, wo ist das denn? Ja, wir gehen gleich hin. Ich wollte nur 2 Sachen noch einstecken. Ey, du hast hier keine Ausdauer in dem Raum. Ist das wieder so ein doofer Raum hier hinten? Bist du schon im Flur? Hä? Ich... Nee, hier geradeaus durch. Ja. Voll weit hinten, ey. Ja. Oh Gott, wie weit denn noch? Da bin ich ja tot heute die, hier. Die zweite Tür hier. Das killt mich doch. Und hier ist auch Wasser an. So. Jo, Minus. Minus. Kann ich denn hier die Kamera optimalerweise hinstellen, dass wir gut gucken können? Ein bisschen mehr an der Kante. So. Ich wollte jetzt aber nach dem Strom gucken. Wenn ich da nicht weiterkomme, muss das doch dieser Raum sein. Den ganz durch. Oh, der Tür. Halt, stopp, ich komme. Handabdruck. Okay. Und tschüss. Er hat irgendwas geschmissen. Ich muss hier weg. Ich bin hier in der Brennkammer oder so. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Wo ist denn dieser Strom? Ah, das ist so riesig.
Riesig. Riesig. Ach, ich habe keine Ahnung, wo der blöde Strom ist. Ist mir jetzt auch egal. Wayne. Oder ist das... Oh, der ist ganz oben, ne? Oh Gott, so. Vielleicht gar nicht der Flur, sondern... Jetzt haben wir Fingerabdrücke und Gefrier. Der Flur. Nö, nee, das ist mir denn zu weit jetzt. Orbs? Ja. Dann haben wir alle drei, ja? Ja. Fingerabdrücke. Gefrier. Orbs, Gefrier, Handschuh. Gut. Dann müssen wir noch die Quest abarbeiten. Ja. Das mach mal. Das mach mal. Muss vorher noch meine Sanity angucken. In dem Salz. Wieso willst du heulen? Ey, wieso waren hier Gefriertemperatur? Was hier? Ey, warte mal. Hä? Gefriertemperatur. Ja, gut, wir sind hier draußen, ne? Nimmst du den Geist mit oder was? Wieso ist Winter? Oh, ob man daran messen kann, weil ich habe keine Gefriertemperaturen. Ob er mich handelt? Jetzt ist weg. Okay. Wäre cool, wenn das mit eingebaut gewesen wäre. Räucherstäbchen, Salz. Ja gut, das ist ja... Ja, ich will Salz nehmen, habe ich gesagt. Kannst du denn noch ein Feuerzeug mitnehmen? Dann habe ich die Stäbchen und eine Kamera. Und willst du vielleicht nochmal Pillen nehmen? Eine? Das nicht eher sagen können, bevor ich das Feuerzeug genommen habe. Jupp, hast 100%. 100%! 100%, ey. 100%. 100. Mich fleucht, das wird ein sehr ruhiger Tag hier. Ja, sag das mal nicht zu laut. Ein gemütlicher Arbeitstag. Glaube ich nicht. Schon wieder Wasser an. Ja, ja. Schon das zweite Waschbecken jetzt. So, bei den Fotos gab es 3 Sterne schmutziges Wasser. Und er hat die Tür angepasst, ja? Welche Seite sind die Fingerabdrücke? Du hast auch nichts dabei. Ich habe jetzt von außen fotografiert, ist Interaktion. Von innen habe ich eine 3-Sterne-Interaktion. So, wo ist er durchgelaufen hier? Hä? Wo hast du den 3. Salz hingeschmissen? Hä, ist doch da. Ach, hier. Ja, ja, wegen Fußabdrücke. Ja, 2 Sterne Fußabdruck. Okay, ein Foto kann ich noch machen. Ich habe jetzt aber kein Kreuz hier. Das heißt, ich wechsle die Kamera und hole ein Kreuz. Hol mal ein Kreuz. Okay, du bist jetzt abgehauen, ja? Ja, das wird zu riskant, Alter. Hast du das Feuerzeug im Raum gelassen? Ach, scheiße. Du musst ja eh das Kreuz holen. Ja, und eine neue Kamera. Ach, kacke, Mann, muss er ja doch wieder mitkommen. Yep. Ich hab vergessen, dass ich das Feuerzeug habe, ey. So, hier links. Ich bin hier schon am Ende, okay. Cool, im Regen geht das gar nicht. Nee. Wegen der Wassertropfen. Hi. So, eine neue Kamera. Und denn, was wollte ich noch mitnehmen? Kreuz, ne? Ja. Yep. Habe ich. Mir nach. Heurika. Alter. Hast du jetzt 2 Hände frei? Ja.
Hä? Natürlich, du hast ja nur das Feuerzeug, was relevant ist, ne? Und meine Lampe. Ja. Dann nimm mal hier bitte noch die Räucherstäbchen mit, die musste ich hier ablegen. Oh, da muss ich das Feuerzeug aber ausmachen. Ja, das wäre gut. Damit mir nicht so ein Missgeschick wie dir passiert. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mhm. Das ist, habe ich ja noch nie gehört. Schon wieder Wasser an. Oh, er ist so verschwenderisch. Soll ich schon machen mit dem Räucherstäbchen? Nee, ich will erst das Foto machen. Ja, hier. Sie da hingeschmissen. Warum? Bleib doch hier und mach mit. Warum soll ich das machen? Weil der sowieso auf alle reagiert. Soll ich schon machen? Justin! Nee, wir brauchen erst das Foto. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das so schnell hinkriege. Klar. Justin! Ja, genau. Justin, zeig dich. Wo bist du? Erscheine. Komm raus. Justin? Justin Bailey, zeig dich. Justin Bailey. Guck mal, ich habe sauberes Wasser gemacht. Kannst du sau? Ja, ja. Sehr schön. Justin. Toll. Super. Wow. Justin. Justin Bailey. Lieber. Ich mach die Waschbecken voll. Kann er kein dreckiges Wasser mehr machen. So. Und so. Das habe ich ihn versaut. Ja, kommt er jetzt noch oder nicht? Auch, weiß ich nicht. Justin, erscheine. Zeig dich, komm raus. Justin, zeig dich. Justin Bailey. Gib uns ein Zeichen. Justin. Justin Bailey, erscheine. Komm raus, erscheine, zeig dich. Wo bist du? Wo bist du, Justin? Oh, das finde ich immer so schlimm, wenn die so langweilig sind. Du da in der Hand, ein Kissen? Ja, ich mach das jetzt nass. Ha! Das gibt Schimmel. Justin! Das interessiert den, glaube ich, sehr wenig. Justin, ich habe dein Kopfkissen in das dreckige Pampenwasser geschmissen. Oh, wo war das denn? Das war nicht unsere Tür, ne? Hier ist keine Tür. Hier ist eine Tür auf. Ja, aber dann, das waren wir. Justin! Zeig dich! Erscheine, wo bist du? Komm raus. Was ist das? Ach, dreckige Seife. Hier, Justin, ich hab dir ein bisschen Seife hingepackt. Justin. Ich glaub nicht, dass der noch da... Wo ist er denn? Justin, hier im Raum. Nee. Mach doch die ganze Zeit Wasser an. Justin, komm raus. Zeig dich. Erscheine. Du kleiner, hässlicher Wurm. Hand. Justin. Justin Bailey. Das ist doch nicht die Tür hier. Die bewegt sich dich nicht mal. Justin Bailey, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Komm raus. Zeig dich. Jetzt gar nichts mit, wo ich gucken könnte. Hast du das auch gehört? So, das war ich. Ach so. Ich mache jetzt mal einen Test. Justin, komm raus, zeig dich, wo bist du? Justin. Bieber. Oh Gott. Schön. Hab ihn.
Soll ich ihn ausräuchern? Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Fußabdruck. Ein Drei-Sterne-Geist. Tja. Justin, Justin, Justin. Was ist aber mit dem Hintern, ey? Hand, kill, Hand. Justin, Hand. Warum machst du das schon wieder? Töte. Weil er am anderen Ende des Gebäudes ist. Na und? Töte. Justin, Hand. Justin Bailey, Hand. Töte. Kill. Vergiss es, Alter. Ne, ich hab die Tür nicht zugemacht. Bin ja kein Anti-Mate. Mhm. Seit wann das denn nicht? Hey, ich war heute nett. Bis jetzt. Aber was ist denn da? Flackert irgendwas, ey. Siehst du das? Guck mal, die Tür bewegt sich. Achso, ja, die Tür bewegt sich. Habe ich ihn ausgeräuchert? Ja, ich krieg das ja auch gleich beim ersten Mal hin. Ich weiß nicht, Patrick. Das sind Orbs, ne? Ja, weiß ich. Ja, warum hast du es geschafft? Ich habe dir die Räucherstäbchen gegeben. Hä, ja. Du kriegst das ja, aber nicht ohne mich hättest du das gar nicht geschafft. Ach ja, was musstest du nur drücken, damit die angehen? Hä? Ich habe das Feuerzeug angemacht und dann bin ich auf die Räucherstäbchen. Wieso hast du die nicht in der Hand gezündet? Hä? Hast du eingetragen? Ja. Okay. Du, 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 du. Puff. Finde den Geistertyp heraus. Der Geist war ein Handtuch. Das haben wir richtig. Werde Zeuge eines Geisterevents. Haben wir. Reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Haben wir. Lasse einen Geist durch sein Spawn. Haben wir. Von dem, wo willst du denn da den Knochenbeweis finden, ey? Naja, du kannst ihn schon suchen. Ja. Hast aber ein bisschen zu tun. Ein bisschen? Ich habe 259. Ich auch. Du auch? Ja. Schön, das freut mich. Nicht. Doch, ehrlich, finde ich gut. Mhm. Kannst du auch Geld gebrauchen. Ja, sowieso. Du musst sowieso alles abdrücken wegen deiner Ausbildung, ne? Ach, du schon wieder mit deiner Kacke-Ausbildung, ey. So, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. War ein bisschen ruhig, aber es gab ja ein paar brisante, private Details, die rausgehauen wurden. Haarige Eier. Haarige Eier im Urlaub. Flauschig. Nee. Ja, flauschig. Absolut überwuchert. So, ich hoffe, die Runde hat auf jeden Fall gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich freuen. Lasst gerne ein Like da. Genau. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.